So, was steht denn heute an? Außer dem üblichen Kram, außer der Reihe eine kleine Führung für ein befreundetes Autohaus aus Bonn. Da sind so, ich glaube, 14, 15 Leute plus Hund hier. Die kriegen jetzt irgendwie so einen Einblick über die 28.000 Quadratmeter. Rosi hatte über die Vorgabe Stunde. Ich schaff's nie unter anderthalb. Ich laber einfach zu viel. Genau. Also, der liebe Drängelnitz! Der liebe Christoph, ich weiß nicht, ob er euch einen Gefallen getan hat damit, euch quasi hierher zu locken oder ob ihr lieber arbeiten gehen solltet. Also, ne, wir werden herausfinden, ob wir gleich ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall versuche ich euch die 28.000 Quadratmeter ein bisschen näher zu bringen und vielleicht die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Denn hier passieren, wie ihr seht, jeden Tag die Dinger, die darfst du einem sonst keinem erzählen, die hier passieren. Aber ihr kriegt so einen kleinen Einblick gleich mal. Und wir würden im Büro starten. Und dann würde ich sagen, gehen wir durch die Werkstatt, erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Dann gucken wir uns die Lackierbude an, laufen über den ganzen Platz, Zolllager und wie es überhaupt zu der Geschichte gekommen ist, dass der Michael hier gelandet ist. Und falls ihr zwischendurch Fragen habt, scheut euch nicht, ich kann lügen wie gedruckt. Das kriege ich hin. Keine Suche. Ja, kommt rein in die gute Stube. Das hier ist quasi dieses überschaubare kleine Büro. Kennt man aus dem Fernsehen, ne? Absolut. Und ist auch genauso klein, wie es aussieht im TV, oder? Ja, ja. Das ist auch von hier gefilmt. Ja, genau. Vollkommen. Deswegen, wir haben Kameramänner, die sind halt klein und kompakt. Ne, die kannst du halt überall mit hinnehmen. Ja, sowohl ins Flugzeug, die nehmen nicht viel Gewicht und Platz weg. Oder auf dem Schiff. Ne, die kannst du immer schön irgendwie an die Seite packen. Das ja. Ist der heilige Arbeitsplatz. Genau. Hier passiert, das ist quasi der Kapitänsstuhl. Die Kunden stehen quasi hier, wo ihr jetzt steht. Und ich sitze hier, Michael sitzt da und die erzählen dann, was sie haben möchten und was sie sich so vorstellen. Mein innerlicher Monk schüttelt permanent nur mit dem Kopf und will schreien, nein, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Michael sagt dann, kein Problem, kriegen wir hin. So, deswegen hat er dann da auch wieder zwei Bildschirme, zwei Festnetztelefone, zwei Handys. Also der ist immer permanent beschäftigt mit irgendwas. Das ist quasi, dieses Büro, habe ich manchmal den Eindruck, ist wie im Bahnhof. Ne, du kannst halt keinen klaren Gedanken irgendwie fassen meistens, weil irgendwie ist immer irgendwas. Entweder klingelt das Telefon oder jemand ist hier, will was von dir. Ebenso die Mitarbeiter. Deswegen ist das hier immer sehr, sehr hochfrequentiert, das Büro. Was wir noch haben, ist dann halt hier unsere Schlüsselbretter. Die ziehen sich durch bis in Ingos Büro. Werdet ihr gleich sehen. Das sieht natürlich aus, als wüssten wir, was wir tun. Die Dinger sind alle beschriftet. Da sind Zahlen drauf von den internen Nummern von den Fahrzeugen. Aber was suchen wir täglich? Schlüssel. Dankeschön. In dem Auto. Wir haben, aus, ne? Genau. Es lohnt sich besser. Dann bekommen wir natürlich immer so ein paar kleine Goodies. Die Leute bringen uns so Sachen mit, wie die Sachen, die da das Regal fast sprengen. Das ist noch so von, ich sag mal so, Mitte der 90er, Ende der 90er. Weil ich finde das schade, wenn Leute sich Gedanken gemacht haben oder denken sich, wir haben hier irgendwas mitgebracht und die schmeißen es weg. Ist kein schöner Gedanke. Aber Michael ist nicht da, ne? Der kommt gleich, keine Sorge. Der wird gleich aufschlagen, der lässt sich jetzt gerade irgendwie bei seinem Boxtrainer verprügeln, dann geht er frühstücken und dann ist er hier. Hätten wir mitgebracht aus Bonn. Ja, der geht immer in Siegburg irgendwo da frühstücken und dann bringt er uns natürlich auch immer eine Menge mit. Deswegen, also wir sind immer gut versorgt, herzensguter Mensch, er sorgt auch für seine Mitarbeiter und bringt uns halt immer viel Futter mit. Ja. Und ihr habt schon das erste kleine Highlight hinter euch, ihr habt es geschafft. Da drin jetzt im Büro, sah das so aus wie im Fernsehen oder sieht das anders aus? Original wie im Fernsehen. Ja. Ich finde auch lustig, die ganzen Sachen, wie er das erzählt hatte, alles was geschenkt wird, wird dazugestellt. Ne? Irgendwo reingeschoben, irgendwo draufgelegt, lustig, gut. Ja, doch, sah aus wie im Fernsehen. Außer die Couch jetzt, weil da war im Fernsehen, was ich noch kenne, war da immer der Schreibtisch. Ja. Aber man, original. Genau. Ja. Nichts gestellt. Und an den heiligen Stuhl, da setzt sich auch keiner hin. Nee. Hat also voran da will keiner hin. Ne? Ja. Hier arbeitet unser lieber Kollege an dem K30 und wie ihr seht, man sagt zwar immer, die Dinger haben nicht viel Elektrik, aber das ist wahrscheinlich nur einer unserer Kabelbäume, nicht zu vergleichen mit den 30 Kilometern, die ihr in den Fahrzeugen immer habt. Also wir können hier Kabelbrüche und so etwas schneller rausfinden. Wenn wir die aufbereiten,
Dann kommt hier auf unsere Außenbühne das Fahrzeug und wird erstmal abgedampft. Denn die kommen ja irgendwie aus irgendwelchen Ländern, wo sonst was sein könnte. Also die Dinger sind immer voll verschlammt und dreckig. Dementsprechend werden die erstmal vorgereinigt von innen und außen. Ja, auch von innen mit dem Dampfstrahler. Denn wir bauen im Endeffekt auch die Polster wieder neu auf. Wir haben eine eigene Sattlerei hier im Haus, sodass da irgendwie nichts passieren kann. Wir bauen die Sitze komplett wieder auf und werden dann in Wunschfarbe, also schwarz oder braun, dann hinterher bezogen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Arbeitsplatz. Ja, und hier an der Bühne arbeiten normalerweise unser Piet und der Alex. Einer davon ist gerade noch in seinem wohlverdienten Urlaub. Und ansonsten haben wir hier den Alex, den Ingo. Als Werkstattleiter ist er sich nicht zu schade, auch immer hier in seiner Arbeitsmontur rumzulaufen und selber mit anzupacken. Also das habe ich eigentlich eher selten erlebt, dass der Werkstattleiter eigentlich immer mittendrin ist und die schmutzigsten Finger von allen hat. Deswegen, also der Ingo, der ist immer hilfsbereit und egal bei welchem Problem, der hat immer eine Lösung. Das ist das Schöne. Guck mal, wie nett der über sich redet. Kannst du mal ein Beispiel dran nehmen? Ja, und das hier wird jetzt so ein Ding sein, das ist fast auslieferungsfertig. Da sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten dran zu machen. Ich sehe die Jungs, die haben gerade die Ansaugbrücke darunter. Da werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, die der Ingo bei der Probefahrt gemerkt hat. Und dann kann der Kunde angerufen werden und das Fahrzeug ausgeliefert werden. Und die Leute, die müssen halt schon beim Verkaufsgespräch begreifen, was die von uns bekommen. Ne, das ist ein Militärfahrzeug, klar. Bearbeiten wir das Fahrzeug auf, aber es wird irgendwo mal eine Delle sein oder irgendwas, eine Kleinigkeit, die jetzt nicht so der Norm entspricht, wo du sagst, geil, ich habe jetzt einen Oldtimer gekauft, der muss 1A dastehen. Nee. Ist es bei uns nicht. Muss Patina haben. Richtig, richtig. Müsst ihr die Scheinwerfer umrüsten? Ja, genau. Scheinwerfer, genau, das Elektrikanlage komplett alles. Haben die? Nicht komplett. Also wir machen H4-Lampen rein. Ja. Die Amerikaner haben Sealed Beam. Wenn bei denen die Birne kaputt ist, wird der ganze Scheinwerfer getauscht. Der hat ein anderes Streubild wie in Deutschland, weil die das anguckt. Ja. Das sind genau diese. Das hat der amerikanische Scheinwerfer nicht mit dem anderen ausgetauscht. Und die Amerikaner haben das, den Blinker als Standlicht. Ja. Das darfst du in Deutschland auch nicht. Da vorne ist nur weiß erlaubt, das wird umgeklemmt. Und das war das an der Lichtanlage eigentlich schon. Sonst mehr nicht. Du fährst halt hier zur Arbeit und dann kommt jemand, also um 9 Uhr nimmst du dir deinen Kaffee, um 9.03 Uhr kommt ein LKW-Fahrer. Dann denkst du dir, okay, komm, lass den ausladen. Dann sagt er, nee, habe ich Hubschrauber drauf. Erstmal den Klotzi ärgern. Mahlzeit. Ich. Ja, hier ist auf jeden Fall Klotzkis Arbeitsplatz. Also, wenn wir nämlich die Fahrzeuge von den Amis bekommen, die werden unliebsam aufgeladen. Die fahren halt mit den Zinken unter die Fahrzeuge, erwischen dann meistens den tiefsten Punkt, die Kardanwelle. Da sind dann halt immer Dellen drin und ihr wisst selber, ne, unrunde Kardanwelle zerreißt ihr dann schön das Hinterachsgetriebe. Deswegen, bei jedem verdammten Fahrzeug muss der Klotzki die Kardanwellen bauen. Auch aus Aluminium, da hinten haben wir welche aus Alu, zum Beispiel für die High Cubes. Die bastelt der komplett selber da vorne an seiner Drehbank. Ihr seht, hier haben wir die Schiebestücke, da haben wir die Kreuze, alles schon vorbereitet für den nächsten Schub. Das Einzige, was wir nicht im Haus machen, ist das Wuchten. So, das geben wir natürlich weg, aber beim Klotzki ist das meistens nur ein Müh auf zwei. Aber Klotzki ist halt so genau, der möchte die halt auch dann, wenn er die an die Jungs rausgibt, möchte der die astrein haben. Wie gesagt, ne, Ingo und Klotzki weg, könnten wir eigentlich dicht machen. Das sind so die zwei, die wir hier permanent brauchen, die uns immer quasi den Arsch retten. Das ist schon der Wahnsinn. Schön. Applaus, Applaus, Applaus! Ja. Tschüss! Tschüss! Sieht's bei euch auch so aus? Leider nicht. Hier weiß halt keiner, ob diese Zelte alle komplett sind.
und du musstest echt alle 20 abgehen, hier auf den 28.000 Quadratmetern. Also haben wir uns gedacht, wäre doch vielleicht einfacher, die mal alle beisammen zu stellen. Das kam aber erst so nach und nach, der Gedanke. Ja, was hier so rumsteht, das weiß man nicht so genau. Aber alles, was abgedeckt ist, war mal wichtig. So, da hinten stehen noch zwei Sternmotoren von einem Flugzeug. Die scheinen nicht so wichtig gewesen zu sein. Oder die sind, die Planen sind weggeflogen. Eins von beiden. Leute, heute Generation Selfie, die nehmen ihr Telefon, denken sich, geil, ich krabbel jetzt auf die Motorhaube, das wird ein geiles Foto. Kannst du halt nicht machen. Also die Leute, die haben keinen Respekt mehr oder die schrauben uns irgendwelche Teile ab, die dann mitnehmen, die wir dann irgendwie in so kleiner Knopf für $70 dann wieder in den USA bestellen müssen, bis der hier ist. Das ist dann $120. Deswegen, also das Vertrauen in die Menschheit ist gänzlich weg. Alleine hier rumlaufen ist leider nicht mehr. Kommt ihr sowas auch wieder fit? Nein. Haben wir vorhin schon gesagt, wenn das in die Werkstatt kommt, gehen die Monteure laufen. Ich finde das atemberaubend, daraus noch was zu bauen. Wahnsinn. Lustige Anekdote. Der war mal mit einem Auto von uns auf Probefahrt. Es war Stau auf der Autobahn. Ich glaube nicht, dass das gesendet werden sollte. Den Rest möchte ich nicht weiter ausführen. Überlasse ich eurer Fantasie, was er gemacht hat. Jetzt kommen wir zu den unbefestigten Teil. Ja, hier oben auf jeden Fall ist das, wo der Michael damals hier in Petersler angefangen hat. Der hat ja Anfang der 90er in Köln begonnen, den ganzen Laden aufzubauen und aufzuziehen. Aber da er immer so viel bekommen hat, wurde natürlich der Platz irgendwann ein bisschen rar in Köln. Und wer weiß schon mal irgendwie in Köln die Immobilienpreise geguckt hat, der weiß, das ist ja gar nicht zu bezahlen. Also hat er oben dieses unbefestigte Areal hier gefunden. Das war vorher hier ein Straßenbauunternehmen. Und Michael hat dann dieses Areal hier oben gemietet und hat sich dann natürlich immer weiter runter assimiliert. Also der hat dann schon alles hier vollgestellt. Der Sohn wollte das damals nicht übernehmen, die Firma. Also ist er dann an den Micha, ich glaube, 96 rangetreten und hat gefragt, hör mal, du hast eh schon alles vollgestellt, willst du das Gelände nicht kaufen? Und seit 97 ist dann quasi der Umzug erfolgt und wir sind seit 97 quasi hier. Der wäre doch grün, ne, wenn im Günther wäre. Jetzt habt ihr bis oben hin mal gesehen, wie groß das hier ist. Absolut. Ja, verwinkelt und in jeder Ecke steht man drin. Das ist schon geil. Ja, also hier riecht es wie gesagt immer noch nach Günther. Das ist quasi seine alte Lackierbude. In irgendeiner Folge haben die Jungs sich mal überlegt, ihm zum Geburtstag mal das Ding hier aufzufrischen. War er nicht begeistert von. Dann sind noch mal so anderthalb Jahre vergangen. Dann, der Günther ist auch schon über 70 und kommt halt so mit seinesgleichen nicht so ganz klar. Aber kann ich verstehen, wenn so ein 30-Jähriger um die Ecke kommt und sagt einem 72-Jährigen, das musst du so machen, das passt halt nicht so ganz. Der kennt die Dinger aus dem FF, auch wenn er die ganzen, wie er immer sagt, die Flecken lackiert. Das macht er aus dem FF. Es gibt zwar Vorlagen, wie es im Original ist. Du kannst die Vorlage hinterher dran halten. Und der hat wirklich jede einzelne Farbe und Schwingung hat er erwischt. Weil das macht er schon so lange.
Ist auch Michas ältester Mitarbeiter. Also nicht nur ältester, sondern auch der am längsten dabei ist. Und der hat natürlich auch hier so ein Bungalow. Dann hat er mal sonntagsabends einen Schub gekriegt, dann wollte er arbeiten. Oder keine Ahnung, wir machen alle um 18 Uhr Feierabend, wenn es denn möglich ist. Dann hat er danach noch ein bisschen Gas gegeben. Der ist halt, der kann halt kommen und gehen, wann er will. Also da habe ich keine Probleme, weil wie gesagt, 76. Der kriegt seine Arbeit, der macht seine Arbeit und dann kann er anschließend in sein Bungalow gehen, wenn er müde ist und kann eine Runde pennen. Genau, so ein Feedback würde mich nämlich auch mal interessieren. Ihr seht es halt im Fernsehen. Wie ist es denn mal live hier zu sein, dass man so... So wie im Fernsehen. Ist genau so, ne? Haben wir uns so oft zugeflüstert, was will der mit dem Schrott noch? Ja. So im ja. Achtest du an den weißen... jetzt sind das die Mutz hinten. Ja. Da machen wir noch Autos draus oder rechts aus den... Ja. Stücken vom genau. H1 machen wir H1 draus. Ja. Ich denke, das kann ja nicht sein. Ja, doch, wir sind so bekloppt, ja. Wir sind so bekloppt. Wahnsinn. Also, ich habe euch hoffentlich jetzt mal diese 28.000 Quadratmeter mit so ein paar Nebenstorys so ein bisschen näher bringen können. Wir haben durchgezählt, alle wieder mit hier runtergekommen. Auch der Hund, der hat sich am besten benommen von allen. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank, dass ihr da wart und wünsche euch eine gute Heimreise. Ja, danke schön.